Aufstehen. Gar keinen Bock, ey. Und anziehen? Das macht mir keine Ordnung. Erstmal Kaffee. Jetzt erstmal lesen. Ja, lesen. Mhm. Oh, Frühstück! Beste Mathe des Tages! Ich wollte die Frühstücksbowl. Bisschen Früchte und so. Und einen Keks. Das ist zuerst für gearbeitet, denn ich habe einen Job. Also, ich habe einen richtigen, echten Tagesjob. Ja. Und wenn die Jobsache fertig ist, dann sammle ich Ideen, was ich so am Tag geplant habe. Für Videos und so. Und dann mache ich so Videosachen und rede mit der Kamera. Hört mal rein. Ich habe nur noch 2 Stunden, weil dann ist wieder Streaming angesagt. So sieht das aus, was ich sehe, wenn ich ein Video schneide. Und so sehe ich aus, wie ich ein Video schneide. Also im Videoschneiden bin ich eigentlich auch noch gar nicht gut. Aber es ist ja nicht so schlimm, je öfter man das macht, desto besser wird man. Und jedes Mal, wenn ich mich sehe, könnte ich mir so weghauen, weil ich mir denke, kein Scheiß, das denke ich wirklich. Ehrlich, jedes Mal. Jedes Mal. Ich meine, ich lache auch über meine eigenen Jokes. Mir ist auch aufgefallen, dass wenn irgendwie ein dummer Spruch kommt, ich den auch beim Schneiden, dass ich einfach genau wieder das sage, wie ich auch im Video sage. Komisch, dass mich das nicht wundert. Das Video ist jetzt fertig. Es hat mich ungefähr 1,5 Stunden gekostet, also aufnehmen, dann das Schneiden. Permission daran, dass ich das Video hochlade, ist immer, habe ich beim fertigen Video lachen müssen? Ja, habe ich. Was meistens auch daran liegt, dass ich da drin bin. Daran messe ich immer, ob sie denn für mich lohnt oder nicht. Aber es wird immer eine Person geben, die sagt, lustig. Und allein dafür lohnt es sich. Jetzt mache ich mir erstmal fertig, Esswart, weil gleich geht's mit dem Streaming weiter. Da bin ich. Relay-Streamer. Streamer in the wild. Ob man das schon Streamer nennen kann, bezweifle ich, aber naja. Aber auf jeden Fall rede ich hier mit der Community. Und ich lache. War aber was lustig. Eben 3,5 Stunden Sims gestreamt. Normalerweise spiele ich gar keinen Sims, aber irgendwie war mir heute danach. Lief auch ganz gut, war ganz lustig, glaube ich. Ich fluche anscheinend ziemlich viel. Das tue ich wirklich. Jetzt ist es schon fast 22 Uhr. Normalerweise streame ich eher so 17 bis 20 Uhr. Jetzt kommt noch so mein Abendritual, wo ich noch esse, manchmal. Dann mache ich noch Yoga und oder generell noch ein bisschen Sport am Abend. Ich lege auch schon im Bett, weil mehr passiert eigentlich nicht. So, es ist jetzt schon spät. Bin auch schon bettfertig, ja. Deswegen ist es Zeit, jetzt auch alles auszumachen. Ja, alles. Und so sieht denn aus, wenn ich im blauen Licht stehe? So sieht ein Tag aus. Von einem Hobbystreamer. Schaut mal her, wie cool das ist. Also das ist jetzt ehrlich gesagt auch die beste Stelle im Video, meine Klemmbausteinsammlung. Ja. Ich muss auch gestehen, dass es mir echt Spaß macht, meine eigenen Videos dämlich zu kommentieren. War in Ordnunger Tag. So, okay, ich übernehme jetzt wieder von hier. Also, ich würde sagen, das war das Video für mich als Hobbystreamer. Und wenn ihr auch aus Spaß Hobbystreamer seid oder irgendwie Videos macht, dann lasst mich mal wissen, wie für euch ein normaler kreativer Tag aussieht, was ihr da so macht und ja, wie ihr da vorankommt. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, ich sage gerade so Peace aus, Tschüss und so eine Sachen. Also, alle klar, gute Nacht und bis bald.